Hallo meine Lieben, heute habe ich oder immer noch Besuch da, und zwar den Bernd und den Thomas. Ihr dürft es näher treten. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, und was machen wir heute Feines? Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Gulasch. Das, jetzt haben sie gespoilert. Naschi-Birnen. Genau, wir machen Back-Naschi-Birnen. Zumindest probieren wir das einmal, wie Backäpfel. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hinter den Garten und pflücken uns die Birnen. Okay. So Leute, ein paar Naschi-Birnen habe ich ja noch dranhängen. Jetzt müssen wir uns ja ein paar schöne raussuchen. Wer ist der Größte von uns? Thomas. Der Thomas. Also, der da oben sieht mal richtig schön groß aus. Oh, der. Kommst du da hin? Gerade noch. So. Na, das ist doch eine schöne Naschi-Birne. Schöne Birne, ja. Jo. Auf jeden Fall. Dann habe ich da oben noch welche gesehen. Oh, sieht das nicht geil aus da oben? Ja. Auch hinlang, ne? Ja. Die? Ja, genau. Vier schöne Naschi-Birnen. Und dann gehen wir wieder vor. Dann geht's schon los. Das nenne ich doch mal richtig schöne Naschi-Birnen. Also so in der Größe kriegt man sie auch zum Kaufen. Geile Sache. Gut. Gehen wir vor. So Freunde, es geht weiter. Ich habe jetzt mal hier alles soweit hergerichtet. Eben die vier wunderschönen Naschi-Birnen. Dazu werde ich gleich einmal einen von dem Besuch versklaven hier. Dann habe ich hier einen Haselnusskrokant organisiert. Der kommt mit in die Masse rein. Marzipan, Rohmasse. Wie viel sind denn da drin? 200 Gramm. Schatz hat recht. Na nun, kleine Brösel noch. Ja, und unsere eingelegten Rumrosinen. Ja, irgendeiner von euch darf jetzt das Kerngehäuse ausstechen, während ich die Marzipanmasse zubereite. Also du musst jetzt nicht unbedingt Handschuhe anziehen, du hast wahrscheinlich keine so Sauhände wie ich beieinander. Also Bernd, komm her, komm. Ich fang schon an. Ja, den lassen wir im Hintergrund ausstechen und ich tue im Vordergrund ja, die Masse hier vorbereiten. Und irgendwas habe ich vorher mitgekriegt, dass der Thomas noch, was für Walnüsse wolltest du machen? Karamellisierte Walnüsse noch. Mhm. Das machen wir nachher. Ich hoffe, es klappt dann auch. Da ist ja auch Vorführeffekt. Das geht meistens in den Hosen. Aber der Bernd, der kennt sich so ruckzuck durch. Ja, mach nicht so Hektik. Alles gut. Das sieht so hektisch aus bei dir. Verdammt, riesig gut. Alter. Ah, geil. Rumrosinen. Noch ein bisschen was von dem Rum selber mit rein. Viel hilft viel. So. Also die Rumrosinen, die riechen schon bis hierher. Ich bin ungefähr na, gut 1,5 Meter weg. Das ist schon mal. Aber es macht richtig Spaß, euch zuzuschauen. Ja, du musst endlich mal nicht arbeiten. Das sagt der Küchenchef. Der, was sowieso seinen Leuten immer zuschaut beim Kochen. Ja, zuschauen, nicht? Oh, krempel mir mal die Ärmel bitte hoch. Ja! Jawohl, danke. Bitteschön. Ja, ein bisschen größer kannst du fast noch ausstechen. Wir haben genügend Masse und Rosinen. Und mach nicht so Hektik, wir haben Zeit. Das ist ja auch von den Back- oder Bratäpfeln jetzt abgewandelt. Bloß, dass wir das eben jetzt mit einer Naschi-Birne machen. So, jetzt schauen wir, dass wir vier gleich
gleich große Brocken hier kriegen. Also wenn es ein bisschen Sauerei macht, kein Problem, das können wir wegputzen. Also so einen Yoshi müssen wir da reinbringen. Ja, den Pringel kriegen wir da rein. Den Pringel kriegen wir rein. Dann tun wir das hier gleich reinpringeln. Wenn wir jetzt schon in der Variante waren. Drauf. Ist das jetzt unverschämt, wenn ich sage, ich hätte meine Bulle dann geschält? Ja, das ist total unverschämt, das funktioniert nicht. Weil ich schäle sie selber. Nein, das funktioniert nicht, dann zerfällt das ganze Ding. Die Schale muss dranbleiben. Du kannst einen Backapfel auch nicht vorher schälen, mein Schatz. Keine Ahnung, was ich will. Gut, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Ja, Nummer 2. So Freunde, aber bevor es jetzt weitergeht, machen wir hier erstmal ein bisschen Ordnung. So Freunde, unsere Naschi-Birnen sind gefüllt und die kommen jetzt hier in diesen wunderschönen FT6 ohne Füße, den ich im Übrigen von Sicherstadt zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ein richtig geiles Teil und jeha, was kommt hier drin raus? Da habe ich schon so eine Backmatte vom Grillmatz rein. Ganz einfach, ich bin zu faul, hinterher den Topf so wieder sauber zu machen. Und da stellen wir die jetzt rein. Und ich bin ja ein praktischer Mensch. Ich habe den Monolith angefeuert. Ich habe hier jetzt einen Topf ohne Füße. Also stellen wir den jetzt einfach in Monolith rein. Der Monolith ist auf 200 Grad aufgefeuert. Angefeuert, aufgeheizt und ja, da werden wir die jetzt, ja, wie lange werden wir sie drin lassen, was schätzt ihr? Halbe Stunde. Halbe Stunde, sagen wir mal eine halbe Stunde und dann gucken wir wieder nach. So, rein damit. Und das war eben auch ein Grund, warum ich noch mir Töpfe organisiert habe, eben ohne Füße, weil die kann man wunderbar in so einem Grill einstellen. Was eben mit Füßen wieder ein Problem wäre, weil sie ja, ja mit dem Gitterhals, ihr wisst es ja. Gut, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, wie lange es insgesamt nachher dauert, keine Ahnung, wir werden sehen. Wir haben es jetzt 14:45. Schatzi, knackst du hier uns die Walnüsse für die wie hat es geheißen, die Walnüsse? Wie werden die? Die karamellisiert. Karamellisiert. Ich denke immer an kandiert. Ja, so viel hat sie schon. Die Walnüsse und der Zucker liegen auch schon bereit. Und ja, die zwei wollten unbedingt den Pyron im Einsatz sehen. Ich weiß, es ist euch heute so kalt hier. Mir momentan ist relativ eindeutig. Quatsch. Ja, gut. Auf alle Fälle werden hier jetzt dann gleich die Walnüsse karamellisiert. Irgendwann merke ich es mal halt doch. Und ja, da schauen wir dir zu. Du wolltest genau sie machen. Ich mache sie und dann gucke mal, ob ich sie hinbekomme. Gut. So Freunde, jetzt schalten wir mal wieder schnell das Gebläse hier aus, damit es nicht überheizt. Und ja gut, beim Topf wäre das jetzt nicht so extrem schlimm. Aber wir schauen jetzt einfach hier mal rein in das Töpfle, wie unsere Backnaschis aussehen. Hui! Ja, 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 aber die brauchen noch gut. Also die sind noch komplett fest. Also da haben wir schon noch ein bisschen vor uns. Also brauchen wir jetzt mit den, ja, ich wollte schon wieder kandierten Walnüsse sagen, karamellisierten Walnüsse, noch keinen Stress machen. Jetzt haben wir es genau eine Stunde später und wir gucken jetzt ganz einfach einmal wieder nach, wie es aussieht, ob wir jetzt endlich mit den Walnüssen anfangen können. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Jeha. Ja, ja. Ich täte fast sagen, ja, fertig noch nicht ganz. Eine halbe Stunde könnten sie noch, maximal.
Aber dann ist wirklich gut. Dann ist wirklich gut. Also die Naschibirnen brauchen definitiv wesentlich länger als Äpfel. Das habe ich schon festgestellt. Gut. Thomas, du kannst loslegen. Cam läuft. Ja, mache ich. Die Butter mache ich auch noch. Also beginnen werden wir mal mit einer heißen Pfanne. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, dass er heiß ist. Ja, die steht ja die ganze Zeit schon drauf. Ich hoffe, dass ich die auch nachher wieder sauber kriege. Kein Problem. Also bei dem Zucker kriege ich schlechte Kindheitserinnerungen in der Pfanne. Warum? Ja, als Kind mal versucht, Karamell zu machen. Kriege ich mal noch. Wohlgemerkt, versucht. Also. So, wichtig ist, dass das erstmal schmelzen lässt, das Ganze. Ah ja, so langsam schmilzt. So langsam schmilzt der Zucker. Ich zoome euch mal her und stell die Cam weiter weg, weil sonst schmilzt meine Cam hier auch noch. So, jetzt haben wir die Pfanne im Blickfeld. So, langsam muss man einfach mal rumrühren, bevor es hier doch kein Karamell mehr wird. Das ist du musst jetzt alle Nüsse reintun, um Gottes Willen, dann, das soll die dann essen. Ist gut, dann ist gut. Jetzt ist der Moment, wo es relativ zügig geht mit dem Karamell. Nein, wir brauchen bloß ein paar Nüsse. Okay. Also. So, so langsam kommen wir in den Karamellbereich. So, jetzt nehmen wir noch ein Stück Butter. Es gibt dann so ein nussiges Aroma, wo wir Nüsse haben, aber das ist schon. Gut ist, wenn Butter mit dabei ist, es verdünnt nicht. Das war nur der Zucker. Nur der Zucker, genau. Und also jetzt machst du ein bisschen Butter mit dazu und dann verdünnt das Ganze noch. Die Nüsse machen wir jetzt auch gleich mit dazu. Also, wie ich es auch finde. Das reicht, das reicht. Reicht aber noch wieder. Dann lohnt es wenigstens. Komm, dann spare ich hab nur wenig. Also, wenn der Frau das sagt. Brauchen wir irgendwas zum Umfüllen dann? Ja. Das knusch mal, du mal ein bisschen anknuspern und dann sind wir schon fertig. Okay. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Nee. So, ich glaube, ich nehme es dann gleich runter. Dann lassen wir mal schön abkühlen. Ja, also wären wir mit den karamellisierten Walnüssen soweit fertig. Kommen jetzt noch auf ein extra Tellerle und ja, gleich können wir dann unsere Naschis rausholen und Naschibirnen mit den Walnüssen essen. Genau. So, Freunde, wir wären hier am Ziel angelangt. Du darfst kommen mit den Tellern. Ein Teller mit Vanilleeis. Vanille. Ja, da tue ich jetzt gleich das, aber den Temperaturfühler raus, damit der mir hier nicht mehr im Weg rumhängt. Oh Mann, geh raus, Feigling. Jo. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich den FT6 heute noch für etwas anderes brauche, wo ich dann umfüllen werde. Jawohl. Na, das sieht doch noch was aus. Den da draufstellen oder ver... Ja, den stelle ich da jetzt nicht drauf. So, Freunde. Ja, die halbe Naschibirne bleibt schon unten drin hängen. Und so sieht die erste Backnaschibirne aus. Etwas vergessen. Ah! Fast hätte man es ja wirklich vergessen. Oh, was ein
Haut drauf! Also wenn wir was machen, dann machen wir schon richtig, oder? Ich hol gleich mal die nächste raus hier. Na. Jetzt ist er umgefallen. Hilfe! So Leute, wir richten an. Ich hole den Topf hier gleich raus. Weil ich glaube, den braucht man nachher gleich für was anderes, wenn ich da so rüber gucke. Heiß, heiß, heiß. Weil da gibt es gleich eine Umfüllung. Ja, hier wird noch heiß gearbeitet und gefotografiert. Oh, Leute, Leute. Ich würde mal sagen, das mit der Backnaschi hat wunderbar funktioniert und ja, gehen wir zum Essen. So Leute, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Euch scheint es schon zu schmecken? Hervorragend. Ha. Gut. Schauen wir mal. Also Schatz, ohne Schale wäre die Naschi wirklich zerfallen. Heiß. Rundum spitze. Freunde, bevor wir jetzt noch zum Fazit kommen, wir haben hier ja noch die Grillmatte vom, nee, die Backmatte, Grillmatte vom Grillmatz auf alle Fälle. Und ja, das Zeug ist ja da ziemlich drauf gebrannt, aber ich würde mal sagen, gar kein Problem. Die Dinger sind mal richtig geil. Und ansonsten hätte ich das Ganze jetzt hier im Topf drin kleben gehabt, was jetzt eben nicht der Fall war. Und ha, geile Sache. Was sagst du dazu? Bombengeil. Supergeil. Kann man nehmen, oder? Kann man nehmen. Was sagst du dazu? Muss man nehmen. Du warst Thomas, du warst Bernd. Ja, genau. Ja, man muss sich erstmal mit den Namen hier zurechtkennen. Ja, okay. Sprechen wir doch noch unser Fazit zu den Naschis, wenn wir schon dabei sind. Naschibirn, super lecker. Er fängt geil an. Thomas macht weiter. Ja, was soll ich komm sagen? Rüber, komm rüber. Hervorragend, ja, die Kombi Naschibirn, Marzipan. Karamellisierte Nüsse, hervorragend. Kann man also nur empfehlen. Also wirklich geil, es hat tatsächlich funktioniert. Wenn auch die Naschi-Birnen länger brauchen als Äpfel, das habe ich definitiv festgestellt, aber sagenhaft lecker. Gut, Freunde, das war's dann mit diesem Video. Weiter geht's dann, da sind die zwei auch noch dabei, mit dem, verraten hast du es ja eh schon, Gulasch-Video. Okay, Leute, wir sehen uns, bis denne. Ciao. Ciao. Ciao.